Das ist aber eine schöne Frage. Was kannst du an einem Menschen am allerwenigsten leiden? Und da habe ich auch direkt eine Antwort drauf. Das, was ich an einem Menschen am allermeisten hasse, ist Oberflächlichkeit. Also wenn ich jemanden erlebe, der einfach nur nachplappert, was man ihm vorplappert, der immer nur mit der Masse mitgeht und einfach nicht drüber nachdenkt und nicht reflektiert, was er tut und warum er das tut, so jemanden fress ich. Entschuldigung. Also ich finde solche Menschen ganz furchtbar. Und ich merke es auch, wenn ich mit Leuten rede, die einfach nicht drüber nachdenken, was sie da sagen. Und da könnte ich wahnsinnig werden. Da könnte ich echt wahnsinnig werden. Also ich hasse Oberflächlichkeit. Und wie gesagt, mit Oberflächlichkeit meine ich jetzt nicht, dass sich jemand viel schminkt oder die Haare frisiert oder Markenklamotten anzieht. Das ist für mich keine Oberflächlichkeit. Wenn jemand das gerne machen will, dann soll er das gerne machen. Wenn er sich darin wohlfühlt, dann ist es halt okay. Ich kannte zum Beispiel mal eine, da war ich selber total vorurteilsbehaftet und die hatte blondierte Haare, die hat sich geschminkt ohne Ende, die hat immer ganz enge Kleider getragen. Ich habe immer gedacht, oh, du Schlampe, du Nutte, du blöde Kuh. Und habe aber nie wirklich mit ihr geredet. Und ich war irgendwann mal in der Situation, dass ich mit ihr geredet habe und die hat mir da Sachen über sich erzählt. Da habe ich gedacht, oi, oi, oi. Also die hat wirklich erzählt, dass sie von ihren Eltern komplett unter Druck gesetzt wird, dass sie in der Schule immer die Beste sein muss, dass sie 1000 Nachmittagssachen, also Nachmittagsunterricht hat und überhaupt keine Freizeit hat und dass sie von ihren Eltern so unter Druck gesetzt wird, immer perfekt zu sein und immer richtig zu sein und immer da zu sein, immer präsent zu sein und immer zu funktionieren. Und halt dieses Schminken und immer perfekt und toll aussehen, gibt ihr einfach so das Gefühl, dass sie zumindest in irgendeiner Weise perfekt ist und selbst wenn es nur das Aussehen ist. Und deswegen, also solche Menschen sind für mich nicht oberflächlich, weil die haben einen Grund, warum sie das tun. Das ist eigentlich ein sehr trauriger Grund, da hat sie mir echt leid getan. Ich hätte ja am liebsten gesagt, ey, fuck it, lass das sein, leb dein eigenes Leben, du hast ein eigenes Leben, aber das ist wieder eine andere Sache, solche Sachen, in die will ich mich auch nicht wirklich einmischen, weil solche Leute müssen halt selber wissen, was sie damit tun. Ich gebe gerne Ratschläge, aber letztendlich müssen sie halt selber entscheiden. Aber für mich ist halt Oberflächlichkeit wirklich, wenn Leute einfach nur was tun, ohne wirklichen Grund, sondern einfach nur, weil es ihnen jemand gesagt hat oder weil es halt alle machen. Und zum Beispiel diese oberflächlichen Fußballfans. Ne, wisst ihr, WM war ja vor einem halben Jahr oder so. Und wie viele Leute dann plötzlich zu Fußballfans mutieren, die kein Spiel vorher gesehen haben, die keinen einzigen Spieler mit Namen kennen, die noch nie irgendein Auswärtsspiel gesehen haben, die von Fußball generell keine Ahnung haben, aber nur, weil jetzt plötzlich WM ist und weil plötzlich alle mitmachen, müssen sie jetzt natürlich auch alle Fußballfans sein. Da könnte ich kotzen, da könnte ich echt richtig doll kotzen. Ich finde Fußball nicht scheiße, ich finde Fußballfans nicht scheiße, aber ich finde Fußballfans scheiße, die nicht drüber nachdenken, was dieser Sport überhaupt bedeutet. So. Und ja, das ist eine Eigenschaft, die ich an Menschen am allerwenigsten mag. Denn wir haben alle in der Schule gelernt, wir müssen unsere Sätze rund formulieren und abschließen, wenn ein Thema abgeschlossen ist. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Ohne Witz. Ich bin jetzt gerade am Studieren und das ist auch nicht viel besser. Aber ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie furchtbar die Schulzeit ist. Ohne Witz, weißt du, musst du früh aufstehen, okay, ich muss jetzt auch nochmal noch früh aufstehen, aber du gehst da hin, musst dich eine Dreiviertelstunde lang auf irgendwas konzentrieren und du hast eigentlich jede Stunde, hast du immer wieder den Druck, dass du zu mündlichen LKs drangenommen werden kannst. Was das für ein Druck ist und dann bist du auch noch so ein kleiner Pöks und stell dir mal vor, deine Lehrer finden dich scheiße oder ein Lehrer hier, der ist dich total am Moppen und mach dich nur runter und du kannst aber nichts gegen den sagen, weil er ist der fucking Lehrer und du bist der fucking dumme Schüler, auf den keiner hört. Ey,
Und dann du bist halt komplett von der Gnade des Lehrers abhängig. Ey, wird schon noch ganz wütend, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das ist aber trotzdem irgendwie nicht das Thema. Also auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin, Gott sei Dank. Ich meine, im Studium ist es so, da bist du halt auch von der Gnade vom Dozenten abhängig, aber da ist es halt sehr viel unpersönlicher, weil an der Uni interessiert sich jeder ein Scheiß für dich. Entweder du machst es oder du machst es nicht und das ist halt komplett von dir abhängig. In der Schule guckt dir jeder auf die Finger. Da wird ja drauf geachtet, dass du alles machst. An der Uni kannst du dich entscheiden, ob du es machst oder nicht. Und dann musst du selber entscheiden. Ja, irgendwann musst du halt eine Prüfung schreiben. Lernst du jetzt und machst die Hausaufgaben oder machst es nicht? Und das finde ich persönlich sehr viel angenehmer, dass ich selber entscheiden kann, was ich tue, was mich dann letztendlich zum Ziel führt, dass mir wirklich ständig jemand auf die Finger glotzen muss. Aufreunde Themen heute. Rauchst du? Nein. Ich rauche nicht und ich finde es ganz doll furchtbar. Also ich finde nicht Menschen furchtbar, die rauchen, aber ich finde Rauchen generell furchtbar. Ich finde es ist verdammt ungesund, es stinkt ohne Ende und es ist wahnsinnig teuer. Warum macht man's? Bitte sagt mir einer, der raucht, einen vernünftigen Grund, warum es sinnvoll ist zu rauchen. Deine Kleidung stinkt, deine Haare stinken, deine Haut stinkt, deine Zähne werden gelb, deine fucking Tapete fängt doch irgendwann an zu stinken, die Möbel fangen an zu stinken, in deinem ganzen Zimmer riecht es komplett nur noch nach Rauch, wenn du bei dir zu Hause rauchst. Es stinkt ohne Ende. Und es ist so dermaßen ungesund. Es ist fucking nochmal ungesund. Du rauchst, du saugst verdammten Teer in deine Lunge. Und der bleibt dort, der geht dort nicht mehr raus. Und das ist, weißt du, das ist was sich meiner Logik komplett entzieht, warum man sowas tut. Warum? Nur weil es einem irgendwie einen gewissen Sinn und soziales Ansehen liefert oder irgendwas. Selbst das gibt es nicht mehr. Also es war, ganz früher war das noch so, dass man halt, wenn man raucht, war man eben cool. Heute, wenn man raucht, ist man eher diskriminiert, weil zum Rauchen wird man mal rausgeschickt. Rauchen darf ja heute eigentlich keiner mehr irgendwo in einem Gebäude, es sei denn, es ist die eigene Wohnung. Aber ansonsten wird man halt immer rausgeschmissen zum Rauchen. Also Rauchen bringt doch heute überhaupt nichts mehr. Warum macht man es also noch? Ich meine, ja klar, durch jeden Atemzug lernt halt das Gehirn erneut durch Glückshormone, dass Rauchen eben was Tolles ist und Abhängigkeit und bla. Aber es ist eigentlich auch gar nicht so an die Leute gerichtet, die schon seit Ewigkeiten rauchen, sondern es ist mehr an die Leute gerichtet, die denken, sie müssten jetzt damit anfangen. Warum? Bitte erklärt mir, warum? Was bringt einen dazu, zu sagen, ich fange jetzt an zu rauchen? Ich fange jetzt an, meinen Körper kaputt zu machen. Ich fange jetzt an zu stinken den ganzen Tag. Ich fange jetzt an, einen Haufen Geld für verbranntes Kohlenmonoxid auszugeben. Also, erklärt's mir bitte, ich versteh's nicht. Also ich bin eingefleischter Nichtraucher und ich hasse auch Raucher, die komplett rücksichtslos sind. Also nicht ohne Grund gibt es an Bahnhöfen eingegrenzte Gebiete, in denen geraucht werden kann. Bitte raucht nur da, denn alle Nichtraucher pisst es an. Und es ist halt so, es tut mir furchtbar leid, aber ich hasse den Geruch. Ich hasse einfach den Geruch und ich habe das richtig gemerkt. Ich war mal bei einem Kollegen von mir in der Wohnung und er und sein, ich weiß gar nicht, ob sein Freund oder sein Verlobter schon war, auf jeden Fall, die waren beide Kettenraucher, also so richtig schlimme Kettenraucher. Und ich habe genau gemerkt, ich bin in diese Wohnung gegangen, ich bin wirklich reingegangen, wir mussten ja irgendwie, also wir haben zusammen gelernt und nach einer Stunde oder so hat mir die Lunge wehgetan. Das war richtig, richtig schlimm. Ich meine, der Typ ist cool, den habe ich auch echt gern gehabt. Der hat total was auf dem Kasten gehabt und mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Aber mir hat irgendwann so dermaßen die Lunge wehgetan, dass ich gehen musste. Und es tat mir dann auch leid irgendwann, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Gut. Und das ist der Grund, warum ich nicht rauche.